Schauen wir mal, was unsere neue Wunderwaffe so vollbringt. You can become a real human. Come to me, my son. Ich muss halt nur dodgen. I never bound you to the grand company like the other puppets because of Carlo's memories within you. Also es heilt schon mal richtig gut unsere Angriffe. Okay. Also, das war jetzt schlecht von mir. Ich bin so eingerostet, nachdem wir uns jetzt so krass vorbereitet haben. Ja, wir starten doch mal. Und springen gegen die Wand. You can become a real human. Come to me, my son. Ach komm, ich tausche. Ich finde die Waffe einfach toll. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets, because of Carlo's memories within you. Ich habe versucht zu blocken. Ich weiß jetzt, dass er da immer viermal angreift. Aber irgendwie. Your freedom is not for you, but for Carlo. So, jetzt können wir ihn ein bisschen. Und Phase 2. Ja, ich habe jetzt nichts vorbereitet, ne? Egal. Kriegen wir hin, wir heilen einmal und... Achso, wir können... So, wir geben ihm ein bisschen... Bisschen Säure hoffentlich mit. Wird da jemand sauer? Ich hoffe doch. Zack, zack, zack. Heilen und machen wir mal ein paar Fabelangriffe. Damage geht gut raus. Tatsächlich. Und... Oh, 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 oh. Ah ja, das habe ich vergessen, aber... Komm schon, ein Hit. Ja? Oh.
sorry. Oh, was ein schönes Ende. Ah, Carlo ist der... Okay, ein Writer. Schönes Ende, ne? Aber Geppetto opfert natürlich sich erst und erkennt uns als Jungen an, wenn wir ihm das Herz verweigern. Kann man das nicht skippen? Hey! Spannerei. Ja, irgendwie ging der, irgendwie ging der Bossfight jetzt doch recht gut. Tatsächlich. Ob ich ihn im UGM Plus auch so bekämpfen würde, ich weiß nicht. Also ich will... Ich will einen Nachfolgertitel. For sure. Another key of ours. Dorothy. Und scheinbar ist sie dann die Protagonistin vom nächsten Teil, wenn einer rauskommt. Und ich denke, ich kenne die Verkaufszahlen nicht, aber das Spiel ist schon sehr gut angekommen beim Publikum. Und wenn wir mal kurz Steam Reviews schauen, es hat 28.500 Reviews. Das ist schon sehr viel. Zumal ja nicht jeder ein Review schreibt. Also ich beispielsweise habe bisher nur wirklich sehr, sehr, sehr wenig geschrieben. Und das ist natürlich dann krass. So, wir haben theoretisch das Ergo der Puppe. Ich habe mein Mind gemacht. Ich werde weiterleben, um honor Atkinsons Sacrifice. Someone needs to tell everyone out there what happened in Crop. I'm gonna look for a way out again. Thanks for all your help. I hope Crop finds fortune soon. Ja, hoffe ich auch. Also lief gut. Jetzt reden die auch alle was anderes, ne? Ah ne, du nicht. Dich sollte man aufkaufen, wie es geht, weil die Sachen werden verschwinden im New Game. Genau, was machen wir jetzt noch? Wir verkaufen das. Oh, it's me, Hugo. This whole thing has inspired me. I'm going to try to be the Aladoro of a new generation. Glückwunsch, du wirst gesucht. I will also keep looking for the relic's true owner. Check in with me anytime. Also ich mag Hugo, aber er ist ein bisschen naiv. Verantwortung. As always, prove that you're worthy. Immer. Kaufen. Beweis der Menschlichkeit. Damit hätten wir alle Spezialwaffen. Immun gegen alle Attributstatusleiden. Gut, das Ding wiegt einiges, aber ja, zu Recht. Gut, Angriff ausweichend. Ja, klar.
Ja, klar. Nee, so krass ist es nämlich dafür nicht. Wir müssen noch eine Notiz finden. You have been such a great help. Jo. Dich haben wir leer gekauft. Passt. This, we are all, I will do everything I can. Ja, du rettest die Welt. Das ist okay. Säure-Schleifstein ist ganz nett. Kann man auch lassen. So, modifizieren. Wie viel? Wir haben nur ein Kaliber. Dann kaufen wir halt dich. Ich weiß nicht, ob es übernommen wird. Ich werde es nämlich privat weiterspielen, aber nicht mehr als Stream. Ja, ihr kostet jetzt alle, ne? Ja, geldgierig sind sie. Also ergo-gierig. Haben wir eine weitere Schallplatte eigentlich im Laufe der Zeit bekommen noch? Nee. Also es gibt 5 goldene, genau, und eine, wenn man noch Eugenes Quest erledigt. Kann man jetzt in dem Playthrough nicht machen, muss man halt einfach sagen, jo, war dein Bruder. Wir holen uns noch schnell eine Goldmünzenfrucht. Ich weiß nicht, ob die übernommen werden. Vielleicht sollte ich sie alle ausgeben. Beim New Game werden die eh laden. Oh. Oh. Der Brief der Ewigkeit. Ich habe mich gut amüsiert. Es ist wunderbar zu sehen, wie ein neuer Bruder geboren wird. Ich hoffe, dich irgendwann auf einer ewigen Linie der Zeit wiederzusehen. PP. Paracelsius. Irgendwas. Aber er hat uns eine Vending-Maschine da gelassen. Damage Reduction fürs Gespenst, das wäre. Aber es ist nur bestimmter Zeitraum. Ah, es ist sehr viel mit bestimmten Zeitraum. So, lassen wir das. Dann, also Paracelsius war wirklich im Zug. Kann man davon ausgehen. Wir müssen noch einen Brief finden, dann können wir wirklich abschließen. Der Brief des blauen Schmetterlings. Danke, dass du mir ein neues Leben geschenkt hast. Die Tatsache, dass eine Ergo-Puppe ein zweites Leben habe und zu einer anderen Art von Mensch werden kann, ist etwas, was die Menschen noch verstehen müssen. Bis dahin kehre ich nicht ins Hotel zurück und werde an diesem Ort bleiben. Die Crad-Katastrophe ist vorüber. Es gibt noch die Nachwirkungen der Versteinerungskrankheit und die Puppen. Heile bitte die Wunden der Leute. Du bist der Grund, warum wir unsere Freiheit haben. Ich danke dir vielmals. Ich bin dankbar, dass du mich von meinen Marionettenfäden befreit hast. Was für tolle, ausklingende Worte. Ja, damit endet das Gameplay auch. Ich fand das Spiel sehr unglaublich nice. Ich hoffe, ihr auch. Und wir können uns ein Level holen. Komm, gehen wir noch ein bisschen auf Gewicht. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Projekt. Euer Hanson-Peter. Ciao. Und das dritte Ende, das ist leider hier nicht dran. Da muss man einfach die Wahrheit sagen und dann aber nicht komplett, glaube ich. Und man muss das Herz auch wieder nicht geben. Und Aufzeichnung von Händlern kaufen und alles. Naja. So ist es. Wir haben graue Haare bekommen. So lange hat dieses Projekt gedauert. Na, war ein unglaublich geiles Spiel. Es hat mich gefreut. For real. Euer Hanson-Peter. Bis zum nächsten Projekt. Ciao.